wenn der Grill nicht sowieso schon zu günstig wäre. Jetzt reicht's aber wirklich. Erster Kritikpunkt in diesem Video ist, ich muss ganz ehrlich sagen, Otto Wilde, ich glaube nicht, dass ihr das für die nächsten Jahre beibehalten werdet. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grate. Heute zeige ich euch den vermeintlich besten Gasgrill, mit Abstand besten Gasgrill, den es im Jahr 2023 für Geld zu kaufen gibt. Wir haben ein neues Modell, wo ich euch den kompletten technischen Aufbau zeigen und erklären kann, was diesen Grill so besonders macht. Und wir haben dieses Exemplar hier im Härtetest und Langzeittest, wo ich euch zeigen kann, wie der Grill grillt und welche Leistung dieser Grill ans Fleisch und Grillgut bringt. Ihr merkt, ich bin restlos begeistert von diesem Gerät, aber ich wäre nicht ich und Meat & Grate wäre nicht Meat & Grate, wenn wir nicht auch den ein oder anderen Kritikpunkt hier für Miele-Otto Wilde hätten. Und deswegen findet ihr neben all dem, was ich euch gleich in dem Video erkläre, auch nochmal die objektive Einordnung unten in der Videobeschreibung auf unserer Webseite als PDF verlinkt, damit ihr diesen Grill auch mit anderen Grills vergleichen könnt. Und dann seht ihr, warum ich objektiv sage, das ist mit Abstand der beste Grill des Jahres. Viel Spaß bei dem Video, los geht's! Starten wir mit ein paar Hintergrundinfos und ein paar allgemeinen Infos. Denn dieser Grill, der G32 Connected, wurde vor 3 Jahren angekündigt als eine Kickstarter-Kampagne mit vielen Unterstützern, die den Grill bereits vorbestellt hatten und im letzten Jahr schon erste Modelle ausgeliefert bekommen haben. Diese Modelle hatten tatsächlich sehr viele Kinderkrankheiten. Otto Wilde, die Erfinder von Otto Wilde, haben sich zur Aufgabe gemacht, den besten Gasgrill der Welt produzieren zu wollen. Und so wie er hier heute steht, muss ich sagen, aktuell ist es preis-leistungstechnisch mit Abstand das Beste, was man kaufen kann. Das haben sie geschafft. Letztes Jahr war das allerdings noch nicht der Fall. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das war zu erwarten, dass es so ist. Deswegen hat Grillgutz auch nicht das erste Modell vorbestellt, damals in der Kickstarter-Kampagne, sondern erst das zweite. Und das zweite soll frühestens 2025 herauskommen. Das wäre der G32 Smart. Der G32 Connected steht jetzt hier aber als Facelift-Variante. Und da muss man sagen, jeder, der jetzt nicht bei der Kickstarter-Kampagne dabei war und das Vorgängermodell vom G32 Connected bekommen hat, kann jetzt das Facelift des G32 Connected kaufen und hat damit den wirklich besten Gasgrill, den es aktuell gibt. Jetzt habe ich schon so oft besten Gasgrill gesagt, dass mir das wahrscheinlich ein kritischer Zuschauer nicht mehr glauben wird und denken wird, ach, du bist gesponsert oder du willst nur Geld damit verdienen. Und ich kann euch sagen, nein. Unser Konzept ist, dass ich euch hier vorstelle, was ich cool finde. Und das, was ich cool finde, das biete ich euch dann auch noch zu einem exklusiven Angebot an. Und dieses Angebot findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr also sagt, ich bin bereit, so viel Geld auszugeben für einen Grill und genau das ist der Grill, den ich haben möchte oder die Außenküche, die ich haben möchte, dazu kommen wir noch im Laufe des Videos, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung vorbei. Da kann ich euch ein sehr geiles Angebot für den Grill und alle Module dazu unterbreiten. Und ich sage nicht, dass der Grill gut ist, weil ich damit Geld verdiene, sondern weil der Grill gut ist, habe ich den im Programm. Ich könnte ja auch alles andere anpreisen hier auf dem Kanal, bin ich ja vollkommen frei, denn ich bin nicht von Otto Wilde gesponsert. Ich kriege kein Geld für meine Videos oder sonstige Vergütungen. Deswegen sage ich euch ja auch nachher noch, was ich sogar noch einen Ticken verbessern würde. Aufmerksame Zuschauer haben eben schon rausgehört, dieser Grill alleine, der steht hier ganz nackig, ohne Seitenteile, ohne sonstiges, ohne Seitenkochfeld oder Sizzle Zone. Tatsächlich reden wir heute nur über diesen Grill. Das ist alles, was zu diesem Grill dazugehört. Aber ihr könnt diesen Grill erweitern mit normalen Seitenablageflächen mit integriert 2 Kochfeldern auf einer einzelnen Seite und einer Schublade darunter oder mit einem normalen Seitenteil mit einer Schublade darunter. Oder mit mehreren Seitenteilen, die komplette Schränke bilden in 16, 24 und 32 Zoll Varianten. Und das Ganze könnt ihr erweitern bis hin zu einer Außenküche, komplett mit Eckmodul um die Ecke gebaut als L-Außenküche oder mit Schubladen, mit Türen, genauso wie ihr das wollt. Auch den Grill selber seht ihr jetzt hier mit 2 Türen, den gibt es aber genauso gut auch mit 3 Schubladen auf einer Seite und so weiter und so fort. Ihr könnt also innerhalb dieses Systems von Otto Wilde Miele komplett euch eure eigene Außenküche zusammenbauen. Aber innerhalb des Systems. Erster Kritikpunkt in diesem Video ist,
Otto Wilde will natürlich seine eigenen Produkte verkaufen. Bedeutet, ich kann diesen Grill nicht in meine bereits bestehende Outdoor-Küche einbauen, sondern wenn ich diesen Grill kaufen möchte, dann auch komplett mit Unterbau und mit den restlichen Modulvarianten. Wenn ich nämlich baulich etwas an dem Grill verändere, dann entfällt die Garantie. Und die Garantie ist ein absolutes Highlight dieses Grills. Machen wir deshalb direkt mit der Garantie weiter. Und die Garantie umfasst bei diesem Grill alle Edelstahlbauteile lebenslänglich. Und ja, ich meine wirklich alle. Und wenn ihr jetzt gleich über den Grill hört, woraus er gebaut ist, dann werdet ihr feststellen, das ist ein Voll-Edelstahlgrill. Jetzt sind wir beim Thema Garantie schon beim Punkt Materialwahl mit dabei, weil das gehört notgedrungen zusammen. Denn die Garantie zählt ja für alle Edelstahlbauteile. Selbst die Drehregler sind aus gegossenem Edelstahl. Nicht aus gegossenem Zink, wie das beim Bull Angus zum Beispiel der Fall ist, sondern aus gegossenem Edelstahl. Und auch sonst besteht der Grill, wie gesagt, zu 98% aus Edelstahl. Worauf gilt jetzt diese lebenslange Garantie dann nicht? Wie bei allen Grills auf Elektronik und gasführende Teile. Und Elektronik und gasführende Teile sind bei allen Herstellern branchenübergreifend immer nur 2 Jahre Garantie. Denn da steckt ein Hersteller einfach nicht drin. Ich kann nicht sagen, wie sich die Elektronik über 10 Jahre bei Wind und Wetter verhält. Jetzt muss man dazu sagen, da kommen wir in einem späteren Kapitel noch drauf zu sprechen, dieser Grill ist sehr smart. Der hat sehr viele technologische Funktionen, die andere Grills nicht haben. Heißt elektronisch sehr viel Ausstattung. Und ähnlich wie beim Autokauf könnte man jetzt sagen, ja, alles was beim Auto mit dabei ist, kann ja auch kaputt gehen, da hole ich mir lieber ein Auto ohne Ausstattung. Dieser Grill ist also nur für die Leute geeignet, die in ihrem Auto auch eine Sitzheizung haben, die in ihrem Auto auch eine Klimaanlage haben. Denn dieser Grill hat mehr Ausstattung als ein Dacia in Grundausstattung. Und natürlich kann es da mit der Zeit auch mal zu einem Defekt kommen oder zu einer Wartung. Und wenn das nach 2 Jahren passiert, dann kann es sein, dass man nochmal 100 Euro in seinen Grill investieren muss. Ich kann aber auch aus Erfahrung heraus sagen, mal hier und da über die Laufzeit und Lebenszeit eines Grills 100 Euro nochmal zu investieren, muss man bei nahezu jeder Marke. Seien es die Flammschutzbleche oder mal neue Brenner oder mal ein Zündkabel oder eine Zündung an sich, wenn nicht sogar die gesamte Platine vorne. Das kann bei jedem Hersteller passieren. Und wenn wir jetzt einberechnen, dass wir für die Brenner und für die Flammschutzbleche eine lebenslange Garantie bekommen, selbst für die Flammschutzbleche, Verschleißteil Nummer 1 an einem Grill, eine lebenslange Garantie. Ich muss ganz ehrlich sagen, Otto Wilde, ich glaube nicht, dass ihr das für die nächsten Jahre beibehalten werdet. Spätestens in 10 Jahren werdet ihr merken, oh, da kommt ja doch vielleicht mal einer an und will neue Flammschutzbleche haben. Spätestens dann werdet ihr diese Garantie nicht mehr aussprechen. Wer aber vorher ein Otto Wilde gekauft hat, hat für den Rest seines Lebens, in Deutschland sind das immer 25 Jahre gesetzlich gesehen, einen Anspruch darauf, die Flammschutzbleche gratis ersetzt zu bekommen. Wer meine Videos kennt, weiß, ich mag Hersteller, die an nichts einsparen. Wir haben eben schon die Drehregler gesehen, das ist immer so ein Punkt, wo gerne eingespart wird, und auch die Rollen. Und hier haben wir sehr spezielle Rollen, die perfekt zu diesem Grill und zu dem gesamten Aufbau passen. Denn wir haben hier gegossene Rollen, also letztendlich das Lager der Rollen ist aus gegossenem Material, und da drin haben wir kugelgelagerte kleine Rollen zum Manövrieren des Grills. Das funktioniert sehr wendig, sehr leichtgängig. Aber wenn ich den jetzt über Schotter oder eine Wiese rollen muss, dann kann ich es vergessen. Denn dieser Grill wiegt 130 Kilo. Und diese kleinen Rollen drücken sich in den Rasen gnadenlos ein. Und auf Schotter sind diese Rollen einfach nicht groß genug. Aber sie haben dafür noch einen weiteren Vorteil, denn ich kann sie so bremsen, dass ich letztendlich Standfüße unter meinem Grill habe. Ich kann sie also aufbocken und dann habe ich diesen Grill plan gerade stehen. Und das Schöne daran ist, ich kann den Grill so ein bisschen ausgleichen, sollte ich ein leichtes Gefälle bei mir auf der Terrasse haben. Und ich kann nachher den Grill vorne, seitlich und hinten verblenden, wie bei einer Außenküche. Und das Ganze kann ich natürlich mit allen weiteren Modulen dieses Außenküchensystems zusammentun, dann komplett reihum verblenden. Und ich habe eine wirkliche Außenküche draußen aufgebockt stehen, nicht auf Rollen. Kann aber, wenn ich es möchte, diese Blenden wieder entfernen, das ganze Teil wieder auf Rollen setzen und dann auch verschieben. So langsam müsste der ein oder andere merken, dass sich bei der Entwicklung des Grills hier wirklich einer restlos Gedanken gemacht hat.
Bevor wir jetzt zum Hauptteil und der Grill-Action kommen und dem Erfahrungswert mit diesem Grill, möchte ich euch einmal den kompletten Aufbau des Grills zeigen, denn auch dieser ist bis ins kleinste Detail durchdacht und hebt sich maßgeblich von anderen Herstellern ab. Wir haben hier also einen Voll-Edelstahl-Grill mit einem doppelwandigen Deckel oben und einem doppelwandigen Deckel an den Seitenteilen. Direkt hier vorne sehen wir jetzt auch noch zusätzlich eine Dichtung. Das hat nahezu kein Gasgrill. Diese Dichtung hat mehrere Aufgaben. Zum einen kann ich hier diesen Deckel schließen, ohne dass es irgendein Geräusch macht. Total sanft, er federt quasi ab und ist vorne dann dicht. Er ist aber nicht aus dem Grund dicht, wie es ein Smoker ist, damit der ganze Rauch im Grill bleibt. Nein, der braucht natürlich Belüftung. Ein Gasgrill braucht viel Luftzufuhr, damit überhaupt eine saubere Verbrennung stattfinden kann und die maximale Temperatur erreicht werden kann. Diese Dichtung ist vielmehr dafür da, dass ich zum einen hier vorne den Grill, selbst wenn der Grill 500 Grad heiß ist, jetzt habe ich schon was gespoilert, dieser Grill wird über 500 Grad heiß, dann kann ich hier vorne den Edelstahlgriff anfassen. Dieser Edelstahlgriff an sich ist einer der massivsten, stabilsten und am wenigsten anfälligen Griffe, die es im gesamten Grillsegment gibt. Also wirklich ein fantastischer Griff. Hier kann nichts passieren. Wenn ihr den in die Hand nehmt, dann merkt ihr sofort, wie wertig dieser Grill ist. Diese Dichtung hat aber auch noch eine zweite Aufgabe, und zwar verfärbt sich hier vorne in dem Bereich bei einem pulverbeschichteten Grill sehr gerne diese Beschichtung, aber auch ein Edelstahlgrill verfärbt sich dort vorne immer gnadenlos und der Edelstahl wird dann so bronzefarben, wie ihr das hier innen drin seht, und nie wieder silbern. Durch diese Dichtung passiert das bei diesem Grill aber nicht. Ihr seht jetzt selbst bei diesem Modell, was hier schon einige Male in der Benutzung war, und in einer Grillschule wird ein Grill genutzt, das macht ihr niemals in diesem Ausmaß zu Hause. Ein Jahr Grillschulnutzung ist äquivalent zu 3 bis 5 Jahre privater Nutzung. Und jetzt habe ich noch was erwähnt mit dieser Pulverbeschichtung. Das ist etwas, was ich in den meisten Videos immer kritisiere. Warum kritisiere ich das hier nicht? Weil sich darunter V4A Edelstahl befindet. Besser geht es nicht. Ich habe diese mattschwarze, stylische Optik in Verbindung mit der höchsten Materialqualität, die es gibt. Was will ich mehr? Ganz im Ernst. Weiter geht's im Innenraum von dem Grill. Wenn ich den nämlich aufmache, dann sehe ich zuerst etwas nicht, nämlich die Innenraumbeleuchtung, die oben angesetzt ist. Über 2 Lampen verfügt dieser Grill und diese Lampen sind mit einem Dämmerungssensor ausgestattet. Bedeutet, wenn es dunkel wird oder wenn man hier vor die Hand hält, dann geht diese Innenraumbeleuchtung an. Tut sie jetzt hier nicht, weil er nicht eingesteckt ist, aber wir blenden euch das ein. Bedeutet, die Innenraumbeleuchtung ist immer dann an, wenn man sie braucht, und aus, wenn man sie nicht braucht. Und wenn ich den Deckel schließe, brauche ich diese Innenraumbeleuchtung ja nicht. Und dafür ist hier vorne eine Schraube, wo sich viele fragen, wofür die ist. Das ist der Sensor dafür, dass, wenn der Deckel geschlossen ist, die Innenraumbeleuchtung ausgeht. Ich glaube, man merkt, wie begeistert ich davon bin, dass wirklich an jedes kleine Detail gedacht wurde. Machen wir weiter mit dem Heckbrenner. Denn wenn wir zum Heckbrenner gehen, sehen wir, wir haben keinen Stabbrenner, wir haben einen Keramikbrenner. Aber wir haben den Vorteil eines Stabbrenners, denn in unserer Wertung haben wir die Aufteilung, ein Punkt für gar keinen Heckbrenner, ein Punkt bedeutet immer, ein Gasgrill hat etwas nicht, dann ist es auch immer vergleichbar, weil wir immer dieselben Punkte vergeben. 2 Punkte gibt es für einen Stabheckbrenner und 3 Punkte gibt es für einen Keramikheckbrenner. Warum? Ein Keramikheckbrenner wird heißer als ein Stabheckbrenner und gibt mehr Infrarothitze ab, was grundsätzlich bei einem Heckbrenner die bessere Hitzequelle ist als die Konvektionshitze, die ein Stabheckbrenner macht. Aber ein Stabheckbrenner hat einen Vorteil gegenüber dem Keramikbrenner, und zwar sind Keramikbrenner meistens relativ kurz. Der Grill bei einem 4- oder 6-Brenner aber sehr breit. Bedeutet, ich habe den nicht über die gesamte Länge. Ein Stabheckbrenner, wie bei Breuking oder Napoleon, geht nahezu über die gesamte Länge. Und jetzt gucken wir uns den bei Otto Wilde an. Dieser Heckbrenner ist ein Keramikheckbrenner über die gesamte Fläche des Grills. Wirklich jeder Zentimeter wird ausgenutzt, außer natürlich der Bereich, wo gezündet werden muss. Da muss so eine kleine Klappe vor sein, damit das Gas sich dort sammeln kann und der Zündfunken den Heckbrenner auch entzünden kann. Und deswegen müssen wir hier eigentlich sogar 4 Punkte für geben, denn dieser Grill erfüllt hier alle Anforderungen, die ein Heckbrenner erfüllen muss. Dennoch gibt es gleich einen Kritikpunkt an diesem Heckbrenner. Dranbleiben.
Weiter geht's mit dem Edelstahl-Ablagerost. Das ist nicht verchromt oder verzinkt wie bei anderen Herstellern, Napoleon Breuking beispielsweise, sondern es ist Edelstahl. Und dieser Edelstahl sieht aus, als wäre er gegossen. Er ist aber nicht gegossen, sondern er ist glasperlengestrahlt nach der Fertigung, um wirklich alle Produktionsrückstände zu beseitigen. Das ist wahrscheinlich der einzige Grill, den man in Betrieb nehmen kann, ohne ihn vorher auszubrennen. Trotzdem würde ich euch das empfehlen. Auch dazu habe ich schon Videos gemacht, verlinke ich euch mal hier. Dieser Ablagerost ist allerdings ansonsten eher Standard. Er hat eine gute Größe, ist aber auch nicht besonders groß. Er hat eine gute Höhe, ist aber auch nicht besonders hoch. Was aber sehr gut durchdacht ist, ist, wenn euch dieser Ablagerost stört, was ein Ablagerost bei den meisten Grills, bei den meisten Anwendungen hier und da mal tut, dann nehmt ihr euch diesen Ablagerost und legt den einfach hier hinten hin. Fertig. Ich hoffe, man hat mich noch gut verstanden. Ist natürlich Metall auf Metall. Aber es ist der einzige Grill, wo ich diesen Ablagerost im Grill verstauen kann, ohne dass er mich stört. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber dann ist er ja direkt vorm Heckbrenner. Wenn ich einen Heckbrenner benutze, muss der Ablagerost so oder so immer raus. Der darf da nicht drin bleiben. Denn dieser Heckbrenner, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, macht ganze 650 Grad Celsius an Temperatur. Das ist der absolute Wahnsinn und besser als bei jeder Gyros- und Dönerbude und besser als bei jedem Hähnchenwagen. Meine Kritikpunkte am Ablagerost sind nur zweierlei. Erstens, ein ausziehbarer Ablagerost wäre genial, wobei ich sagen muss, das wird schwierig umzusetzen sein, denn bei der Temperatur, die der Grill entwickelt, wird sich das Material ein bisschen ausdehnen, verziehen und so weiter. Dort einen Schiebemechanismus zu entwickeln, der nicht fehleranfällig ist, ist eine große Herausforderung, aber das sollte sich Otto Wilde mal mit auf die To-Do-Liste schreiben. Ich weiß, die haben noch ganz viel auf der To-Do-Liste, aber das sollte mit da drauf. Und die Unterbringung des Ablagerostes irgendwo innerhalb des Grills wäre ebenfalls eine phänomenale Idee, denn so etwas gibt es auf dem Grillmarkt auch noch nicht. Im Bereich des Ablagerostes haben wir jetzt aber noch zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Einmal ist das der Drehspieß, den ich hier einhängen kann. Drehspießmotor natürlich hier an der einen Seite schon bereits befestigt. Aber vor allem die Aufhängung des Drehspieß hier am Grill ist mir wichtig, denn diese ist kugelgelagert. Das ist wie bei einem Fire Magic für 17.000 Euro. Und was dieser Grill kostet, wissen vielleicht schon einige, wir gehen aber nachher nochmal drauf ein und wie gesagt, das Angebot findet ihr ja auch noch in der Videobeschreibung. Das zweite Bauteil in dem Bereich, was ich hervorheben möchte, das ist dieses, ich nenne es jetzt Blech, aber das ist eigentlich viel zu wenig gesagt dafür, dieses Bauteil, wo der Deckel dran befestigt ist. Und dieses Bauteil ist ohne Witz das massivste Bauteil im gesamten Gasgrillsegment. Egal über welche Preisklasse wir sprechen, wir reden hier über 3,5 mm V4A Edelstahl und daran ist der Deckel aufgehangen. Das ist fast schon oversized, aber es war wohl notwendig oder sie fanden es einfach nur geil. Ich persönlich finde es auch geil, weil das zeigt, wie wichtig den Herstellern hier Qualität ist. Jetzt kommen wir zu den Rosten und die Roste sind gut, die sind richtig gut. Aber bei dem Rest des Grills könnte ich mir sogar noch mehr vorstellen. Ich möchte es also nicht kritisieren, weil es sind phänomenal gute Edelstahlroste. Sie sind ebenfalls glasperlengestrahlt. Sie sind perfekt verarbeitet. Besser geht es nicht. Es sind 8 mm Edelstahlstäbe. Der perfekte Kompromiss zwischen Aufheizphase und Branding. Ihr werdet es nachher sehen. Dieser Grill gibt ein Branding besser als jeder Gusseisenrost. Aber nichtsdestotrotz hätte man auch Edelstahl-Gussroste bei diesem Grill noch mit verbauen können. Vielleicht kann man das ja mal als Zubehörteil mit anbieten. Ich muss aber auch dazu sagen, die werden wahrscheinlich nicht mal ein besseres Branding abgeben. Es ist also sehr wahrscheinlich unnötig, Edelstahl-Gussroste für diesen Grill noch zu kaufen, zu entwickeln oder vielleicht auch nachher nachzukaufen. Aber es ist nun mal aktuell so das hochwertigste Material für einen Grillrost, was man haben kann. Und deswegen könnte ich mir das in diesem Grill einfach sehr gut vorstellen. Brauchen tut man es aber keinesfalls, werdet ihr gleich sehen. Unter den Rosten haben wir Flammschutzbleche, wie ich persönlich mir bei meinem eigenen Gasgrill Flammschutzbleche vorgestellt hätte. Denn Flammschutzbleche haben verschiedene Aufgaben im Grill. Einmal die Brenner an sich selbst zu schützen, ein zweites Mal aber auch das Grillaroma zu erzeugen, was wir so lieben. Denn Flammschutzbleche werden vom Brenner aufgeheizt und strahlen diese Hitze per Infrarotstrahlung ans Grillgut ab. Und Infrarotstrahlung ist der Inbegriff der Garmethode Grillen. Alles, was dann vom Fleisch an Saft, an Fett und so weiter runtertropft,
verdampft, verbrennt und kommt als Geschmack wieder ans Grillgut ran. Und das ist das, was wir so lecker finden und weswegen wir Grillgut jedem anderen Gericht, was in der Pfanne oder im Topf zubereitet wurde, aus geschmacklicher Sicht vorziehen. Und besonders gut erreicht man diese Grillaromen, wenn ich flächendeckend Infrarotstrahlung habe. Und das erzeuge ich durch flächendeckende Flammschutzbleche. Beispielsweise bei einem günstigen Grill habt ihr meistens relativ schmale Flammschutzbleche direkt über den Brennern und dazwischen große Lücken. Das bedeutet, ihr habt weniger Grillaroma. Bei einem Broiking haben wir schon sehr groß flächendeckend Flammschutzbleche drauf und deswegen wirbt Broiking auch mit The Grill That's Made for Flavor. Und das ist tatsächlich nicht nur ein Marketing-Slogan, sondern da steckt auch Wahrheit drin. Napoleon macht nicht nur über die Brenner ihre Flammschutzbleche, sondern auch dazwischen, um ebenfalls einen solchen Effekt zu erzielen. Und Otto Wilde hat sich einfach gedacht, wir machen pro Brenner ein richtig breites Flammschutzblech, was flächendeckend über den gesamten Grill eine Infrarotstrahlung abgibt. Und das funktioniert fürs Grillaroma, fürs Grillen phänomenal gut. Die Grillergebnisse sind wirklich 1:1, als hätte man über Holzkohle gegrillt. Aber wer schon mal 1:1 über Holzkohle gegrillt hat, bei einem richtig glühenden Kohlennest, der weiß, wie viele Flammen dabei aufsteigen. Und viele Gasgriller wollen keine Flammen in ihrem Grill haben, während sie grillen. Und da muss man sagen, hier muss man jetzt einen Kompromiss machen. Die Flammschutzbleche sind richtig gut, was Infrarotstrahlung angeht, aber ab einer gewissen Temperatur verdampft das Fett, was runtertropft, nicht, sondern entzündet sich. Und wenn es dann sehr viel Fett ist, dann habe ich auch entsprechend hier und da Flammen im Grill. Werden wir gleich beim Grillen sehen. Und jetzt muss man sich überlegen, welche Art von Griller man ist. Möchte man das haben, wenn ich den Grill auf volle Leistung stelle? Oder sagt man, ah nee, das gefällt mir gar nicht? Dann ist das tatsächlich schon fast ein Ausschlusskriterium für den Grill, aber nur fast. Denn jeder, der den Grill bei Grillgutz erwirbt, wie gesagt, Link und Angebot unten in der Videobeschreibung, bekommt die neuen Flammschutzbleche, die Otto Wilde jetzt gerade entwickelt, gratis hinterhergeschickt, wenn er sie haben möchte. Bedeutet, ihr habt dann zweimal Flammschutzbleche mit jeweils einer lebenslangen Garantie. Einmal die Flammschutzbleche mit der Infrarotstrahlung und einmal die, die Fettbrände bzw. Flammenbildung in Zukunft dann auch noch verhindern sollen. Die sind noch nicht auf dem Markt, bekommt aber jeder, der jetzt diesen Grill bei Grillgutz kauft, gratis hinterhergeschickt, wenn er einfach nur dann eine Anfrage stellt, sobald die auf dem Markt verfügbar sind. Also, fast ein Kritikpunkt an Otto Wilde und schon wieder ausgemerzt. Ohne Witz, besser geht es nicht. Bevor wir jetzt zu einem absoluten Highlight des Grills kommen, nämlich den Brennern, haben wir noch weitere Bauteile, die ich noch verschwiegen habe. Und zwar haben wir hier Hitzeleitbleche bzw. Bleche, die wir zwischen jeden einzelnen Brenner setzen können, um die Hitze hier und da abzuschirmen. Bedeutet, wir können indirekte Bereiche auf einer Seite schaffen, sodass die Hitze eines Brenners nicht so sehr in die Richtung der Brenner wirkt, die ich dann vielleicht ausgeschaltet habe. Und das können wir zwischen jeden einzelnen Brenner machen, zwei Stück haben wir davon seitlich im Grill drin. Wenn wir sie nicht brauchen, fallen sie gar nicht auf. Und wenn wir sie brauchen, dann können wir sie entsprechend verschieben. Das Herzstück eines jeden Gasgrills sind die Brenner. Und hier haben wir bei Otto Wilde 2,5 Kilo gegossene Edelstahlbrenner. Wer meinen Kanal bereits verfolgt hat, der hat jetzt ein Déjà-vu, denn diese Brenner sehen 1:1 aus wie die aus einem Bull Angus bzw. von allen Bull Gasgrills. Und man muss sagen, Otto Wilde hat bei diesem Grill sich sehr viele Inspirationen der besten Grills geholt und die in diesen Grill reingepackt und zusätzlich noch neue Innovationen mit in den Grill mit aufgenommen. Und deswegen kann man jetzt sagen, ja, das ist vielleicht abgeguckt, aber ganz ehrlich, das ist eben das Beste, was man machen kann. Und ich habe hier bei Otto Wilde, genauso wie bei einem Bull, eine lebenslange Garantie auf die Brenner. Das bietet sonst auf die Brenner kein Hersteller an, der nicht ein solches Material hat. Es gibt jedoch ein paar bauliche Änderungen zu dem Brenner bei Bull. Bei Bull haben wir nämlich hier eine unterschiedlich große Lochbohrung, damit das Gas, was eingedüst wird, hinten nicht mit einem höheren Druck rauskommt und somit eine höhere Hitze entwickelt als vorne. Und deswegen haben wir beim Bull hinten kleinere Löcher und vorne größere Löcher, damit dieser Druckunterschied von hinten nach vorne ausgeglichen wird. Das haben wir hier bei dem Otto Wilde Brenner nicht. Und deswegen habe ich am Anfang gedacht, das ist vielleicht ein Problem für die Hitzeverteilung. Aber Otto Wilde hat innerhalb des Brenners eine Kartusche eingebaut, die das Gas-Luft-Gemisch erstmal richtig anmischt und verwirbelt, somit auch abbremst und dann nahezu gleichmäßig im Brenner verteilt.
Und das hat massive Auswirkungen auf das Zünden des Grills, denn dieser Grill zündet anders als andere Gasgrills. Wie gut allerdings die Hitzeverteilung jetzt wirklich ist, sehen wir gleich mit der Wärmebildkamera im Härtetest. Vorher möchte ich euch einmal technisch erklären, wie dieser Brenner gezündet wird und warum ein Otto Wilde beim Zünden tatsächlich 2 bis 3 Sekunden länger braucht als jeder andere Gasgrill. Der Brenner steckt hier auf der Gasdüse. Das Gas wird hier eingedüst und hier vorne sehen wir einen kleinen Schlitz mit einem Netz. Hier wird das Gas mit Luft angereichert und kommt hier unten in diese Kartusche rein. Innerhalb dieser Kartusche wird jetzt das Gas-Luft-Gemisch abgebremst und verwirbelt. Und wenn die richtige Konzentration an Gas-Luft-Gemisch hergestellt ist, dann ist das Ganze entzündbar. Entzündet wird der Brenner jetzt auf der rechten Seite, wenn er so im Grill liegt, auf der rechten Seite durch einen Zündfunken. Der entsteht, sobald ich den Knopf hier reindrücke. Sobald ich den Knopf aufdrehe, kommt dann das Gas. Und jetzt muss das Gas-Luft-Gemisch sich in der Kartusche erstmal richtig anmischen. Der Zündfunke ist allerdings schon da. Er zündet also erst dann, wenn das Gas-Luft-Gemisch die richtige Konzentration erreicht hat. Wenn der jetzt gezündet hat, darf man allerdings noch nicht loslassen, denn sobald der hier zündet, startet die erste Zündflamme hier und geht jetzt der Reihe nach beim Brenner auf der rechten Seite nach hinten weiter. Hier vorne sieht man eine kleine Flammenbrücke, über die dann der Zündfunken hier übergeleitet wird auf die linke Seite des Brenners und auf der linken Seite geht jetzt dieser Zündfunken von hinten nach vorne. Und erst wenn die Zündung auch vorne angekommen ist, bleibt der Brenner an. Warum? Wir haben hier nahezu den einzigen Gasgrill mit einer Zündsicherung im Grill verbaut. Eine Zündsicherung haben sonst eher Oberhitzegrills oder Gastrogeräte, aber private Gasgrills in der Regel nicht. Otto Wilde hat es verbaut und das bedeutet, es kann euch niemals passieren, dass Gas unkontrolliert ausströmt, denn sobald das passiert, riegelt der Grill einfach ab. Und deswegen muss auch die Flamme an der Gassicherung angekommen sein, damit der Brenner anbleibt. Wartet ihr nicht so lange, geht der Brenner natürlich auch wieder aus, weil die Zündsicherung sagt, nö, es ist keine Hitze da, Gas hat sich nicht entzündet, Gaszufuhr abriegeln. Und das ist etwas, was viele vor dem Kauf ihres Grills nicht wissen und dann verwundert sind oder Probleme haben oder sagen, ah, der Brenner zündet nicht richtig. Und das ist sehr schade. Deswegen meine Empfehlung immer, kauft beim Fachhändler, der euch sowas erklärt. Leider auch da natürlich, nicht jeder Fachhändler ist so gut, dass er euch das erklärt. Aber deshalb schaut bei Grillgutz vorbei und schaut unten in die Videobeschreibung. Diese Brenner werden wir gleich noch in Action sehen. Vorher haben wir aber noch einiges Interessantes am Unterbau des Grills zu besprechen. Im Bereich der Drehregler sehen wir hier den An-Ausschalter. Der ist jetzt nicht eingesteckt, aber ansonsten würdet ihr jetzt hier die Beleuchtung der Drehregler sehen. Und der würde wie so ein kleiner Computer einmal kurz 5 Sekunden lang hochfahren. Und dann könnt ihr den Grill mit eurem Handy connecten. Deswegen heißt der Otto Wilde G32 Connected. Das Ganze funktioniert entweder übers WLAN-Netz oder über Bluetooth. Also egal, ob ihr jetzt WLAN draußen habt oder nicht, ihr könnt es auch einfach über Bluetooth machen und die Verbindung ist sehr stabil. Grundsätzlich, Wireless-Verbindungen sind immer störanfällig, aber diese Verbindung ist mittlerweile softwaretechnisch richtig, richtig gut. Vor einem Jahr war sie das leider noch nicht. Mittlerweile aber eine der besten Verbindungen, die es so im Markt gibt. Dann haben wir zusätzlich noch 4 Kerntemperaturfühler hier drin verbaut. Einer ist beim Kauf des Grills mit dabei, die anderen müsstet ihr euch zukaufen. Und diese sind auch mit Strichen so markiert, dass ihr die immer richtig zuordnen könnt und die Kerntemperatur hier beim Grillen damit messen könnt. Eine Sache haben wir eben noch bei den Brennern und den Flammschutzblechen vergessen, nämlich hat dieser Grill hier kein Deckelthermometer. Bei der Optik hier fällt es fast gar nicht auf, dass der keins hat, aber es ist tatsächlich so, wir haben kein Deckelthermometer. Dafür haben wir 4 Messsonden über jeden einzelnen Brenner verteilt. Das bedeutet, wir können von jedem Brenner die exakte Temperatur ablesen. Das bedeutet einmalig eine kleine Umstellung von Deckeltemperatur auf Rosttemperatur. Aber wenn man das einmal raus hat, möchte man ein Deckelthermometer, was viele ja als Schätzeisen betiteln, nicht mehr haben und möchte immer die Rosttemperatur seines Grills wissen. Kleiner Lifehack am Rande, wenn ihr eine Art Deckeltemperatur haben wollt, dann nehmt einen Kerntemperaturfühler, schiebt den zwischen den Ablagerost und dann könnt ihr dort eben auch die Konvektionshitze messen. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann habt ihr das aber auch bei dem Grill raus und kennt die jeweilige Brennereinstellung für die jeweilige Temperatur. Wenn ihr den Grill jetzt mit der Handy-App verbunden habt, dann seht ihr einmal die Temperatur jedes einzelnen Brenners und die Temperatur jedes einzelnen Kerntemperaturfühlers. Was ihr auch noch angezeigt bekommt, oben in der Ecke, ist der Füllstand eurer Gasflasche
wenn ihr den sogenannten Gas Buddy mit dazu erworben habt. Der ist leider nicht im Umfang des Grills mit drin, aber ihr habt die Möglichkeit, unten im Grill eine Gasflaschenwaage zu integrieren, wodurch euch der Grill jederzeit den Füllstand der Gasflasche anzeigt und euch vorwarnt, kurz bevor die leer wird. So kann es euch niemals passieren, dass während der Grillparty die Gasflasche plötzlich einfach den Geist aufgibt. Und ihr könnt immer vorher schauen, reicht es jetzt noch für einen Pulled Pork oder muss ich schon mal eine neue Gasflasche anschließen? Wer jetzt sagt, einen neuen Grill will ich mir noch nicht kaufen und 3000 Euro sind mir vielleicht auch zu viel, aber das mit der Gasflaschenwaage, das finde ich geil, das hätte ich gerne auch. Schaut mal in die Videobeschreibung, ich verlinke euch ein Produkt, was für jeden anderen Gasgrill neben dem Otto Wilde auch passend ist. Auf die App will ich gar nicht näher eingehen. Ihr findet in der App auch noch Rezepte und Co. Ladet euch die einfach mal so runter. Ihr könnt euch die auch runterladen, Konto machen, ohne dass ihr ein Otto Wilde besitzt. Die Rezepte sind auf jeden Fall zu empfehlen und die App an sich ist auch sehr schön gestaltet. Und ich weiß auch, dass es erst ein paar tausend Downloads von der App gibt. Bedeutet nach diesem Video wahrscheinlich doppelt so viele wie vorher. Und wo wir gerade beim Thema App sind, wir haben auch eine eigene App, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Auch die unten in der Videobeschreibung verlinkt. Darüber bekommt ihr nochmal exklusive Angebote, Gratisprämien, könnt Community-Punkte sammeln, bekommt Rezepte und so weiter und so fort. Dieses Video wird unglaublich lange und trotzdem werde ich wahrscheinlich irgendwelche Kleinigkeiten noch vergessen, die an diesem Grill wirklich fantastisch sind. Deswegen schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr noch zusätzlich wisst an zusätzlicher Information hier für alle interessierten Zuschauer und die Community. Und stellt auch gerne eure Fragen unten in die Kommentare. Weiter geht's mit dem Fettableitsystem, denn eine große Frage ist immer, wie reinige ich einen Grill? Und ganz ehrlich, es ist super simpel im Alltagsgebrauch, denn ich brauche hier letztendlich nichts als die eigene Hitze des Grills für die Pyrolyse. Und dieser Grill schafft eine wahrliche Pyrolyse. Mit über 500 Grad hier bei unserem Testobjekt, da kann nichts überleben, was in irgendeiner Form schädlich ist. Dann einfach nur noch mit einer Bürste drüber gehen. Theoretisch brauchen wir nicht mal wirklich viel Fett. Trotzdem würde ich bei den Temperaturen immer ein bisschen Fett empfehlen. Denn jeder Edelstahl und ja auch V4A Edelstahl ist bei so massiven Temperaturen und einer eventuell sehr intensiven Nutzung trotzdem nicht für den Rest des Lebens vor allem gewahrt. Deswegen ein bisschen Fett tut eurem Grill auch hier gut und dann einfach nur noch abbürsten, hin und wieder mal einfetten und fertig. Was man allerdings bei einem Grill immer regelmäßig sauber machen muss, das sind unten die Fettwannen oder die Fettschälchen. Und bei diesem Grill ist das so genial gelöst, das glaubt ihr gar nicht. Wenn ich nämlich hier diese Schublade öffne, dann befinden sich jetzt hier drin zwei GN-Behälter. Und diese zwei GN-Behälter sind, wie der Name es sagt, genormt, Gastronormbehälter. Die kann ich einfach nachkaufen und ihr seht jetzt, wie wenig da drin ist von, ich glaube, 4-5 Mal richtig gut und auch fettig grillen. Denn das meiste bei den Flammschutzblechen verdampft ja sofort. Hier kommt gar nicht so viel rein. Und wenn die irgendwann mal voll sind, dann einfach abspülen in die Spülmaschine und wieder rein. Und in der Zwischenzeit kauft ihr euch einfach nochmal so ein Set nach, weil während die einen in der Reinigung sind, könnt ihr die anderen wieder reinlegen und weiter grillen und habt damit überhaupt keine Arbeit und gar keinen Stress. Und wenn wir jetzt hier diese Fettschublade einmal schließen, dann seht ihr, das Ganze funktioniert auch noch über Soft Close, genauso auch wie die Türen und die möglichen Schubladen, die ihr euch hier noch in den Unterbau einbauen könnt. Wir haben zusätzlich hier auf der einen Seite, wenn wir keine Schubladen wählen, die Möglichkeit, ein Ablagebrett auch noch mit einzubauen. Das heißt, selbst wenn ich mir das Geld für die Schubladen sparen will, habe ich keinen verlorenen Platz, weil ich selbst dahinter vernünftig etwas unterbringen kann. Auch das ist nahezu einzigartig. Ja, was gibt es zu dem Grill sonst noch zu sagen? Nahezu nichts mehr, würde ich sagen. Wir drehen ihn trotzdem einmal, damit ich euch zeigen kann, wie leichtfüßig er sich selbst hier über diese unebenen Dielen rollen lässt. Und um euch die Rückseite zu zeigen, denn die ist vollkommen geschlossen. Und wir haben hier hinten einmal den Stecker für den Stromanschluss, 230 Volt. Und zusätzlich verfügt der Grill dann noch über zwei weitere Steckdosenplätze. Eins davon natürlich zum Beispiel für einen Drehspieß, das andere aber noch für andere elektronische Geräte. Und das ist genial, denn ich brauche keine Steckdosenleiste mehr, sondern ich stecke den Grill ein und der Grill selber bietet mir noch zwei zusätzliche Stromanschlüsse für weitere Geräte. Dann sehen wir, dass wir diesen Grill hier nicht direkt an eine Hauswand zum Beispiel dran bauen können, denn der guckt hier hinten ein bisschen über. Und auch wenn wir den Deckel, also die Haube, öffnen, dann ist es so, dass die Haube hier ein bisschen über den Grill hinausschaut. Ich muss aber auch dazu sagen, bei über 500 Grad Celsius, die der Grill hier erreicht,
sollte man zur Hauswand Minimum 30 cm Abstand halten. Das würde ich aber je nach Material der Wand entscheiden. Habt ihr Kunststofffenster? Seid sehr vorsichtig. Generell Fenster? Seid sehr vorsichtig. Wenn da hinten 500 Grad heiße Luft in Richtung Fenster aufsteigen, dann kann so ein Sprung in der Scheibe schon mal vorkommen. Das gilt aber grundsätzlich für nahezu alle Gasgrills, sollte also nicht die Kaufentscheidung, welcher Gasgrill es werden sollte, beeinflussen. Man sollte es nur beim Einbau beachten. Letzte Sache versprochen, bevor wir zum Grillen kommen, und zwar auf der Seite von der Gasflasche. Hier haben wir neben der Gasflaschenwaage, die ich euch schon genannt habe, noch ein zusätzliches Bauteil, wo dieser Grill sich von anderen Grills abhebt. Und zwar haben wir eine doppelte Gaskupplung direkt mit verbaut im Grill inklusive. Bedeutet, wir können nicht nur weitere elektronische Geräte hinten an die Steckdosen anschließen, sondern an ein und dieselbe Gasflasche bis zu zwei zusätzliche Geräte mit Gas versorgen. Wichtig dazu zu wissen ist allerdings, eine Gasflasche schafft meistens nicht, den Grill plus Oberhitzegrill plus zwei Gasseitenkochfelder gleichzeitig zu betreiben, sondern man darf maximal zwei dieser Geräte gleichzeitig betreiben. Sonst kann eine Gasflasche pro Stunde gar nicht genügend Gas ausgeben, damit das Ganze funktioniert. Das muss man dabei wissen, aber die Möglichkeit zu haben, an eine einzelne Gasflasche noch zwei zusätzliche Geräte anzuschließen, ist so auch einzigartig. Müsste man sonst immer dazu kaufen. Und dass das Ganze auch noch über eine Gaskupplung funktioniert, also super schnell eingesteckt und ausgesteckt ist, ist ebenfalls genial. Jetzt kennt ihr den Grill in- und auswendig, als hättet ihr euch ausführlich im Fachhandel beraten lassen. Und deswegen, wenn ihr das zu schätzen wisst und diesen Grill euch besorgen wollt, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung. Jetzt gibt es aber die versprochene Grill-Action, den Härtetest, Wärmebildkameraeinsatz und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann erzähle ich euch ein bisschen, wie dieser Grill sich im Härtetest geschlagen hat. Viel Spaß! Wir haben angefangen beim Grillwürstchen über Steak bis hin zur Pizza auf diesem Grill bereits alles ausprobiert und ich muss sagen, alles ist perfekt geworden. Das liegt nicht zuletzt an dem, der vor dem Grill steht, aber der Grill macht richtig Laune und das, was hier in der Theorie eben von mir erklärt wurde, hält der Grill tatsächlich auch beim Grillerlebnis ein, denn wir haben diese Strahlungshitze. Wenn ich hier Fleisch auflege, dann kriegt das flächendeckend eine Bräunung, genauso auch Würstchen. Die kriegen nicht unten eine Bräunung und oben eine Bräunung und sind an der Seite weiß, sondern die werden reihum gebräunt. Würstchen, ich weiß, ist jetzt eine Kleinigkeit, aber das Grillergebnis ist einfach perfekt. Was man aber auch gesehen hat, ist vor allem bei fettigeren Sachen und vor allem auch bei Sachen mit viel Marinaden im oberen Temperaturbereich, wenn der Grill volle Pulle vorgeheizt ist, dann haben wir auch ziemlich viel Flammenbildung. Das ist wie gesagt die Kehrseite der Medaille, aber dafür gibt es ja bald dann auch Abhilfe. Mir persönlich macht das aber viel Spaß. Ich muss sagen, ich mag das und geschmacklich sind die Steaks hier drauf ein Genuss. Ein Erlebnis wie auf einer Sizzle Zone oder auf einem Oberhitzegrill. Denn was wir hier eben noch verschwiegen haben, der Grill, der kommt ohne Sizzle Zone. Das, was der für 3000 Euro nicht bietet, was manche Grills für 1000 Euro schon mit dabei haben, das ist eben eine Sizzle Zone. Ein Seitenkochfeld kann ich mir mit dazu kaufen. Das kostet dann auch wieder extra, muss man auch mit dazu erwähnen. Aber eine Sizzle Zone kann ich bei diesem Grill überhaupt nicht kaufen. Otto Wilde will nämlich seinen Oberhitzegrill weiterverkaufen. Entsprechend sagen die, Sizzle Zone wird es mit uns nicht geben, also ein Keramikbrenner von unten, denn bei uns gibt es bereits den Keramikbrenner von oben. Und ich muss auch dazu sagen, ein Keramikbrenner von oben hat deutlich mehr Vorteile als eine Sizzle Zone, ist aber auch etwas teurer. Trotzdem besser.
Ganz kurze Erklärung, warum das besser ist, damit ich es nicht einfach jetzt so sage und Leute sagen, ja, sag's jetzt nur so. Nein, Oberhitzegrill ist deshalb besser als eine Sizzle Zone, weil alles an Fett mir nicht in den Keramikbrenner reintropfen kann. Auch Salze, Marinaden und Co. können nicht in den Brenner und auf den Brenner tropfen, sondern ich habe die Hitze von oben. Ich habe eine flächendeckende Kruste ohne einen störenden Rost dazwischen und das ist einfach das perfekte Grillergebnis, muss man so sagen. Aber kostet auch ca. 1000 Euro extra. Viele sagen auch immer bei einem Broiking oder bei einem sehr heißen Grill, brauche ich denn überhaupt so einen Keramikbrenner oder eine Sizzle Zone? Und da muss ich sagen, es ist tatsächlich nicht so, dass nur weil der Grill sehr heiß wird, eine Sizzle Zone bereits gar nicht mehr benötigt wird, weil eine Sizzle Zone eine andere Hitze entwickelt als ein Gasgrill im Innenraum. Durch diese Flammschutzbleche bei Otto Wilde kriegen wir aber so viel Infrarothitze hin, dass man eine Sizzle Zone tatsächlich nicht vermisst. Dafür hat man aber auch genauso viel Flammenbildung wie bei einer Sizzle Zone. Wenn man einen Oberhitzegrill mit dazu stellt, dann nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, wie waren jetzt die Temperaturen? Ich habe eben schon die ganze Zeit darüber geredet, dieser Grill macht über 500 Grad. Über die gesamte Fläche gleichmäßig hinweg? Ja und nein. Denn bei diesem Grill können wir einiges über Physik lernen und auch über andere Grills. Nur sehen wir das bei anderen Grills nicht, denn wir haben bei den meisten Grills ein Deckelthermometer, wo wir oben am Deckel die Konvektionshitze und die Reststrahlungshitze unten vom Rost her messen, allerdings nicht jeden einzelnen Brenner für sich. Zum Wärmebild auf der Wärmebildkamera kann ich sagen, das ist eins der Bilder, die am gleichmäßigsten sind von allen Grills, die wir testen. Nicht zuletzt auch wieder den Flammschutzblechen geschuldet. Man muss aber sagen, die Unterschiede der Temperatur sind so marginal, prozentual gesehen, dass ich im Grillergebnis nachher bei den Steaks und so weiter, bei allem, was wir hier drauf gegrillt haben, keinen wirklichen Unterschied merke, egal wo ich mein Fleisch hinlege. Man muss aber auch wissen, je höher eine Temperatur steigt, desto größer sind die Temperaturunterschiede. Beispiel bei Broiking. Broiking sind bekannt dafür, extrem heiß zu werden. Und Hitzeunterschiede sind immer relativ prozentual. Je heißer es wird, desto mehr wird es auch prozentual. Aber selbst wenn wir sagen, wir bleiben mal bei einem starren Wert, 10% Temperaturunterschied zwischen den mittleren und äußeren Brennern, dann haben wir bei 100 Grad gerade mal 10 Grad Temperaturunterschied. Das ist nahezu vernachlässigbar. Bei 500 Grad haben wir aber ganze 50 Grad Temperaturunterschied bei demselben prozentualen Temperaturunterschied. Und das ist etwas, was ebenfalls vernachlässigbar ist. Denn 50 Grad Temperaturunterschied bei 500 Grad spielen gar keine Rolle mehr, denn selbst 400 Grad hätten bei weitem ausgereicht. Ob ich da jetzt 510 Grad oder 470 Grad habe, ganz ehrlich, es spielt keine Rolle. Was ich aber bei dem Grill lernen kann und was mich nicht verunsichern sollte, ist, dass die äußeren Brenner immer ein Ticken kühler sind als die inneren Brenner. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass die inneren Brenner von außen noch Temperatur mit abbekommen, während die äußeren Brenner von hier keine zusätzliche Temperatur abbekommen. Bedeutet immer am äußeren Rand eines Gasgrills ist es am kältesten. Das ist ganz normal und deswegen zeigen auch beim Otto Wilde hier die äußeren Brenner immer ungefähr 10% weniger an als die mittleren Brenner. Das ist trotzdem verdammt gleichmäßig. Seht euch das Wärmebild von der Kamera nochmal an und macht mal einen Grilltest und dann werdet ihr sehen, gleichmäßiger geht es eigentlich nicht mehr. Denn man muss auch wissen, physikalisch gesehen ist es nahezu unmöglich, einen Gasgrill mit Gas komplett gleichmäßig zu erhitzen. Aber so wie es hier umgesetzt ist, ist es schon nahezu an der Perfektion. Ich würde hier den Otto Wilde mit dem Bull gleichsetzen und der Bull kostet mal eben läppische 4000 Euro und der Otto Wilde hat nicht diese unterschiedlich große Lochung und trotzdem ist die Hitzeverteilung sehr gut umgesetzt. Als abschließendes Fazit bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen, denn ich habe es euch am Anfang des Videos versprochen und ich habe es euch, denke ich, jetzt mal bewiesen. Das ist der mit Abstand beste Gasgrill 2023, den es für Geld zu kaufen gibt. Und das auch noch nicht mal für fünfstellige Beträge, sondern für 3000 Euro. Was verdammt viel Geld ist für einen Gasgrill, absolut. Aber es gibt viele Leute, die bereit sind, so viel Geld für einen Grill auszugeben. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, können andere Hersteller sich ganz warm einpacken. Denn für 3000 Euro gibt es von keinem anderen Hersteller einen vergleichbar guten Gasgrill. Wenn einem die Optik hier nicht gefällt, ist das der einzige Grund, diesen Grill nicht zu kaufen. Probleme macht dieser Grill
nicht mehr als jeder andere Grill auch. Es ist wie beim Autokauf. Zwei Leute kaufen sich das gleiche Auto. Der eine hat in 10 Jahren nur 2-3 Mal TÜV gemacht. Der andere war 10 Mal in der Werkstatt und musste irgendwas reparieren lassen. Und ihr werdet über jeden Hersteller sowohl Positives als auch Negatives online finden. Das ist allerdings nie eine objektive Meinung, sondern natürlich die subjektive Meinung eines Endkonsumenten, der entweder gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat und das bemessen an seinen individuellen Erwartungen. Wenn ich von einem Grill erwarte, dass Edelstahl nach der Benutzung wieder silbern wird und nicht so bronzefarben bleibt wie hier bei dem Grill, dann werde ich mir denken, oh, der ganze Grill rostet ja im Innenraum. Das ist kein Rost. Lebenslange Garantie. Sollte das durchrosten, es kann euch doch egal sein. Und ich kann euch sagen, dieser Grill wird nicht in 10 Jahren durchrosten. Nicht mal in 20 Jahren. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf alle Erfahrungsberichte individuell eingehen, sonst wird das Video viel zu lange und es wird diesem Grill einfach nicht gerecht. Ihr müsst einfach bei der Kaufentscheidung wissen, die Modelle, die jetzt auf dem Markt sind, sind, ich sage jetzt mal, Facelift-Modelle, wo viele Kinderkrankheiten aus den letzten Jahren oder aus dem letzten Jahr ausgemerzt sind. Diese Probleme haben alle, die den Grill jetzt kaufen, nicht mehr. Kann es mal hier und da zu Problemen kommen? Ja, ich kann euch aber jetzt schon aus der Erfahrung heraus sagen, prozentual nicht so viele, wie bei anderen Herstellern das ebenfalls der Fall sein kann. Und versteht mich auch nicht falsch, ich möchte nicht die individuellen Erfahrungsberichte mancher Nutzer hier irgendwie diskreditieren oder denunzieren. Absolut nicht. Es ist verdammt ärgerlich, dass Otto Wilde mit dem Gerät so lange gebraucht hat. Es ist verdammt ärgerlich, dass Otto Wilde so viel versprochen hat und davon am Anfang erstmal nicht so viel halten konnte. Aber aus der Sichtweise von Otto Wilde ist es auch verständlich, denn das, was die jetzt letztendlich hier mit Miele zusammen produziert haben, das ist wirklich das Beste, was es aktuell gibt. Das muss man so sagen. Im Endeffekt haben sie ihr Versprechen eingehalten. Der Grill ist in der Entwicklungszeit teurer geworden, als er geplant war. Bei dem Grill wurde der Gasbuddy weggespart. Der ist jetzt extra zuzukaufen. Und auch die Temperaturfühler sind extra zuzukaufen. Das sind Dinge, die könnte man kritisieren, wenn der Grill nicht sowieso schon zu günstig wäre. Das ist kein Witz. Der Grill sollte locker 1000 Euro mehr kosten im Vergleich mit anderen Grills. Denn das Einzige, was jetzt hiermit vergleichbar ist, ist aktuell der Bull. Der Bull war vorher preis-leistungstechnisch der beste Grill auf dem Markt, meiner Meinung nach. Otto Wilde hat dem Bull jetzt den Rang abgelaufen. Wir machen bald mal einen Vergleich zwischen Bull und Otto Wilde, denn es gibt Gründe, vielleicht eher einen Bull zu kaufen als einen Otto Wilde. In 90% der Fälle muss ich aber mittlerweile sagen, Otto Wilde. Und da merkt ihr, ich bin da wirklich unabhängig. Denn ob ich einen Bull verkaufe oder einen Otto Wilde, kann mir doch ganz ehrlich egal sein. Wobei eigentlich nicht ganz, weil ein Bull ist teurer, da verdiene ich sogar mehr dran. Aber ihr wisst, was ich meine. Das Thema mit Miele habe ich jetzt die ganze Zeit mal so angerissen, damit will ich euch jetzt nicht im Unklaren lassen. Das füllen wir noch einmal aus. Und zwar hat Miele Otto Wilde zu ca. 75% aufgekauft oder sich dort eingekauft, wie auch immer man das nennen möchte, und ist jetzt für die Produktion der Geräte zuständig. Das bedeutet, die Geräte werden zu 100% in Miele eigenen Werken produziert und die Qualität und Qualitätskontrolle ist entsprechend auf allerhöchstem Niveau. 90% aller Produkte von Otto Wilde werden jetzt in der Dachregion gefertigt, bedeutet Deutschland, Österreich, Schweiz, in Miele-Werken. Ein kleiner Teil allerdings auch in Miele-Werken außerhalb der EU. Da ist aber die Qualitätskontrolle genauso hochwertig, weil es Miele-eigene Werke sind und nicht irgendeine China-Fabrik, wo unterschiedliches in unterschiedlichen Materialqualitäten hergestellt wird, sondern die Qualitätskontrolle ist on point. Das sieht man bei jedem einzelnen Bauteil dieses Grills. Jetzt reicht's aber wirklich. Wenn ihr euch für diesen Grill interessiert, schaut in die Videobeschreibung, schaut bei uns vorbei. Ich berate euch ja sogar mittlerweile persönlich. Und wenn ihr dieses Projekt hier genauso geil findet wie ich, dann lasst ein Abo für den Kanal da. Wenn ihr das Video gut fandet, einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.